Tag, Leute, und dann kommen wir zur zweiten Etappe der Vuelta de Español. Also die Spanien-Rundfahrt auf Deutsch, kann man es einfach mal so sagen. So, wir haben ja mit Nerz den deutschen Meister dabei, der hat aber nicht gerade so die beste Fitness, wie ich sehe. Also, wie es vorm Spiel oder vorm Vorinfo-Video oder Info der Fahrer gesehen habe. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir probieren mit, ja, Bennett gut durchzukommen. Paul Voss, der kann auf jeden Fall Dominik Nerz schützen. Bernd Thurau, wen haben wir denn noch jetzt? Konrad, der kommt auf jeden Fall auch mit nach vorne. Dass wir einen Co-Kapitän haben, wenn es auf hart kommt, ne? Wir brauchen einen, wenn Nerz nicht mehr kann. Oder wenn er jetzt vielleicht ausfällt, wie ein Magen-Darm-Problem, so wie in Wirklichkeit, dann brauchst du ja immer noch einen in der Hinterhand. Hätten sie mal mit Emanuel Buchmann machen sollen. Weil der war ja nicht schlecht drauf in den Bergen und hätte vielleicht dann auch noch was reißen können. So, Emanuel Buchmann. Bernd Thurau, Jan Bartha können vielleicht jetzt mal angreifen mit Jan Bartha. Ein guter Ausreißer, so kennt man ihn auch bei der Tour de France, dieses Jahr auch immer sehr oft angegriffen. So, Emanuel Buchmann, der deutsche Meister, da ist Thurau. Thurau. Jetzt ist da schon eine kleine Lücke entstanden. Albert Timmer wollte ja hinterhergehen, aber Jan Bartha ist auch ein guter Hügelfahrer. Mit einer 73 und ein guter Zeitfahrer kann das Ding also eigentlich auch alleine durchfahren oder durchziehen. Lea Viviani ist dabei. Ein guter Sprinter. Wie viel könnten wir mal gucken auf das Fahrradfeld, ob wir da sehr guten Sprinter dabei haben. Also mit Viviani, Rodriguez hat Christoph dabei. Nicht Rodriguez, sondern Katusha. John Degenkolb. Haben Ventoso, Juan José Rojas. Ventoso. Da nicht so einen starken, sondern Michael Matthews ist dabei. Orne Demar, Sepp Vermaken, Hofmann, ne? Moreno Hofmann ist auch gut. Giovanni Meersmann, Marc Renshaw. Dafür ist kein Cavendish dabei. Kreipel ist dafür dabei. Oh. Der Abstand jetzt so riesig oder was? Oder warum folgen die uns die ganze Zeit? Jetzt können wir ein bisschen runterdrehen. Weil die Milchsäure wird sie schon da bestimmt ein bisschen reingefressen haben bei Bartha. Die ganze Zeit fährt er ein Riesentempo da vorne ganz alleine. Bel Catri, oh, auch ein ehemaliger Tour de France-Sieger. Oder Etappensieger bei der Tour de France. Jetzt greifen schon wieder so viele an. Probieren da mal wieder ranzufahren. Schnauze Handy. Das sieht natürlich nur, wenn ich den aufnehme. Oh. Ich mach mal leise. So. Jan Bartha minus 5, natürlich, wenn wir damit einmal angreifen, der hat dann minus 5, minus 4 Tagesform. Also, ja, wir haben ja immer so ein Glück bei uns. So, Scott, kann man was zu trinken holen. Hier vor 7 oder wegen immer ein schnelles Tempo. Gleich kommt der erste Zwischensprint, da könnten wir vielleicht auch noch mitsprinten. Okay, dann war das ja nicht der beste Sprinter. So, die letzten Kilometer dazu und 1,8. Und die werden jetzt hier sprinten, die Kollegen. Wir werden aber mal ein bisschen das Tempo rausnehmen. Ihr müsst euch nicht overpowern. Weil das bringt gar nicht jetzt. So, dann machen wir wieder schnell. Gleich 21,4 Kilometer. Die erste Bergwertung gibt es eigentlich am Ende. Sprintpunkte. Also da gibt es 2. Da gibt es 3, also 5. Und am Berg, okay, auch nur 3. Also könnten wir den Berg hier mal gewinnen. Und den anderen Berg. Oh, Christian Salerno ist hingefallen. Oder ist gestürzt hingefallen. Hört sich komisch an, ne? Und da ist noch irgendjemand gestürzt, weil ganz Astana liegt auf dem Boden.
Diego Rosa, der Teamkapitän. Wer ist noch dabei? Cardoso, Portugiese. Komplett Astana hilft jetzt da hinten. Also so kann man das auch mal machen. Und jetzt natürlich fahren sie für Diego Rosa. Also wissen wir schon mal, wer der Teamkapitän ist. Nicht Reintermé, sondern Diego Rosa. Das ist auch mal schön zu wissen. Haben sie nicht den stärksten, nicht mal Fabio Aru haben sie mitgenommen. Der, ich finde, er sollte die Tour de France mal fahren. Der wird da auch für einige Überraschungen sorgen können. So, es sind noch 1,9 Kilometer. Die Belcardi greift jetzt an. Wir probieren hinterher zu gehen. Natürlich, er gibt wieder komplettes Tempo. Oh mein Gott. Belcardi ist einfach klar besser. Und das Problem ist, Bader hat minus 4 Tagesform. Jetzt neben dem Weltmeister, neben Kwiatkowski. Oh, das wird schwer mit Bartha. Wir wären Dritter. So schön ist es aber nicht. Emanuel Buchmann auch noch gut dabei. Thurau, Konrad. Der nimmt nur Thurau und der kann mal Konrad beschützen. Eigentlich hatte ich doch jemanden, der Konrad beschützen sollte. So, wir fahren da vorne ran und werden gleich sagen, wir werden nichts mehr mit euch machen. Fahrt mal euer Ding durch. Uns ist es jetzt egal. Mal ein bisschen Unruhe in der Gruppe hier bringen. Außerdem mit so einer Tagesform kann er uns hier nicht sehr extrem oder sehr gut unterstützen. So, Sam Bennett, oh mein Gott, ich sehe den nächsten. Minus 5 Tagesform, Scott. Wieder 10 Fahrer weggefallen. Paterski müsste mal aber aufpassen. Der könnte die Etappe auch winnen. Der Bruder von CCC. Paterski, der ja dieses Jahr ein super Frühjahr hatte und auch jetzt immer noch gut drauf ist. Da sehen wir ihn. Ein guter Hügelfahrer. Also, da haben sie einen guten. Und vorne Jan Bartha mit den Ausreißer und macht nichts mehr. Jetzt kommt gleich wieder der Zwischensprint. Da wollte Santaromito, dass ich mal ein bisschen mithelfe oder mitarbeite. Mache ich aber nicht. Ihr könnt mal euer Tempo gehen. Wir werden gar nichts machen. Wir sind nun Störenfried. Nerz minus 1 Tagesform Thurau und wir sind eingeholt. Jetzt kommt ein 11 Kilometer Anstieg. Nicht extrem, aber der letzte Anstieg, das wird schwer. Komm, ja, Bartha, du kannst dich mal ausruhen. Patrick Konrad, natürlich hoffen wir, dass der auch hier lange mithalten kann. Sam Bennett, beruhig dich mal, du kannst für andere Etappen kannst du mitfahren. Diese ist nicht so deins. Da kann man Jan Bartha, Sam Bennett beschützen. Können wir das so machen. Scott, lass dich mal zurückfallen. Also, und Salerno, der fährt da alleine seinen Stiefel und kann schon längst nicht mehr. Unsere vorne, die Fahrer sind da, wo sie sein müssen. Emanuel Buchmann noch gut, aber Nerz. Oh. Der Rhythmus ist noch nicht gut, die Fitness ist noch nicht gut. Hoffentlich kann er sich gut reinkämpfen. Paul Voss ist ja auch noch da. Aber dies müsste er hier noch locker überstehen können. Emanuel Buchmann freut mich auch, dass er noch so gut mithalten kann, der gute Bergfahrer. Aber mit Brio Costa am Ende wird es schwer mitzuhalten. Rodriguez natürlich. Der hier mit dem, ja, als bester Favorit jetzt am Ende, der Anstieg. Das sieht aus für kleine Sprinter, die sowas nichts ausmachen, die sich auf den Zähnen beißen können und einfach durchziehen mit dem Sprint. Kwiatkowski genauso einer. Froome hat sich schon das Hinterrad von Rodriguez gesucht und jetzt kommt Team Katusha. Könnten wir mit Paul Voss einen Versuch wagen? Nein, der sieht nicht so gut aus, und jetzt auch nicht.
Ein guter Abfahrer wäre jetzt schön. Immanuel Buchmann ist auch nicht so der Abfahrer. Wir probieren es einfach mal. Es kommt ja keine lange Abfahrt. Wir probieren es einfach mal mit Immanuel Buchmann. Ist natürlich keiner der Favoriten. Vielleicht gehen sie ja nicht hinterher. So, und jetzt der Angriff von Immanuel Buchmann. Der kleine Anstieg, das wird ihnen helfen. Pozzato kann nicht mehr helfen. Oder kann nicht mehr unterstützen. Für die Nachführarbeit. Jetzt Ruben Plaza. Und Buchmann hat eine kleine Lücke geschafft. Muss sie natürlich jetzt auch durchziehen. Und im Hauptfeld ziehen die jetzt nicht gerade so extrem nach. Da fährt jetzt keiner für den anderen. Die ist noch lang bis zum Ende. Der Anstieg zum Schluss ist ganz gefährlich. John Guidry kann auch nicht mehr. Nochmal jetzt die Abfahrt und dann kommt der Anstieg. Die letzten 5 Kilometer. Nerz hat sich hinter Paul Voss eingereiht, Konrad und Bernd Hurau. Und jetzt kommt der Anstieg. Buchmann, der ist jetzt auf der letzten Rille. Thurau. Und jetzt kommt der Angriff von Kwiatkowski, zieht einfach vorbei an Valverde. Nerz. Das ist nicht seins. Aber Buchmann hat immer noch einen kleinen Vorsprung. Jetzt kommt erst Rodriguez. Joaquim Rodriguez. Nerz probiert natürlich jetzt hier nicht so viel Zeit zu verlieren. Paul Voss. Was denke ich da? Kann sich jetzt verabschieden. Bernd Thurau macht das echt nicht schlecht. Wo ist Konrad? Den müssen wir auch mal nach vorne holen. Nee, Konrad. Thurau macht das echt gar nicht schlecht. Er kann sogar noch Tempo forcieren und kann jetzt sprinten. Das sieht echt gut aus für Thurau. Jetzt kommt da. Da kommt Konrad. Werden wir hier nicht so viel Zeit verloren haben. Paul Voss hat's, nee, Emanuel Buchmann hat's probiert, aber am Ende hat's nicht geglückt. Da kommen wir mit Sam Bennett, der sich heute mal einen ruhigen Tag gemacht hat, ne, um Energie zu sparen. Paterski, wie ich es gesagt habe, wird am Ende Zehnter. Also was genau was ich gesagt habe, ist eingetroffen, dass man ihn nicht unterschätzen sollte. Mal sehen, ob Salerno überhaupt noch die Karenzzeit schafft. Wäre schön, dass wir ihn noch bei hätten. Nicht, dass er in der zweiten Etappe schon rausfliegt. Durch einen Sturz. Das sieht sehr schlecht aus. Mal sehen, wie Kwiatkowski holt sich dann am Ende den Etappensieg vor. Wer ist das? Chris Froome, okay. Dann kommt Moreno. Nee, dann kommt Rodriguez, dann Moreno und dann. Ja. Sind wir ja auch nicht weit weg. Da sehen wir Rodriguez, da Costa, da Kwiatkowski, Keselowski, Paterski und dann sehen wir Bernd Thurau, wie er hier jetzt das Tempo forciert. Also wird er so knapp 12. oder so, könnte 13., 14., also kein schlechtes Ergebnis. 13., stark, eine Minute vielleicht verloren. Dominik näher als 1,31, aber ist nicht so schlimm. Es ist eine Hügeletappe. Patrick Konrad. 1-1 oder Emanuel Buhmann hat es probiert. Es hat aber Ende aber nicht gereicht. Nicht so schlimm. Paul Voss auch noch dabei. So, wir gucken mal auf Sam Bennett. Wie viel hat der denn verloren? 7 Minuten mit Jan Bartha zusammen. Und Salerno ist noch dabei. Puh. Morgen die Etappe. Was ist das? Eine Sprint-Etappe. Was für Sam Bennett? Wir könnten hier das Tempo forcieren, um Greipel und Alexander Christoph loszuwerden. Es wird aber schwer. Wir müssten dann noch immer Kräfte haben für Ende der Etappe. Ja, das wird sehr schwer. Dann gehen wir erstmal zum nächsten Tag und gucken, was passiert. Die Vattenfall Classic waren ja auch sehr stark von Daniel Schorn. Auch wenn ich mich aufgeregt habe, am Ende wir hätten es selber führen müssen. Einfach zu spät gesprintet. Das war blöd.
Ich gucke nochmal auf den Sponsor, ob der zufrieden ist eigentlich. Vattenfall Classic. Top 3 hätten wir schaffen können. Hätte ich das gewusst, dass es Top 3 wäre. Ich habe gedacht, das wäre Top 10. Ja. Beachtliche Ergebnisse. Angemeldete Fahrer. Nähert sich jetzt bei der Vuelta. Kader. So. Dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns zur nächsten Etappe. Haut rein, bis dann und ciao.